willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Cult of the Lamb. Und wir verlieren diesmal keine Zeit. Was für ein Essen ist das? Ja, komm, wir machen mal noch zwei. Weil ich will jetzt eigentlich gleich direkt los auf einen Kreuzzug. Weil wir haben wieder zu wenig Gold und Knochen fehlen. Knochen fehlen. So. Eifer. Also ich glaube, die sind stärker, umso höher sie im Level sind, ne? Fliegt weg und kehrt mit einem roten Herz zurück. Das könnte eventuell auch in die Kategorie Heilung fallen. Dass wir dann halt, wenn wir die Tarotkarte haben, dass wir doppelt heilen, dann müssten wir ja quasi zwei Herzen bekommen. So, wir nehmen Jana wieder einmal mit. Und ja, wir müssen jetzt genau zwei. Wir können jetzt zwei machen. So, und dann nehmen wir Mamba noch einmal mit. Obwohl. Stopp, 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 stopp. Kann ich Mamba noch. Oh. Upsi. Ich mach schon sauber. Achso, ich habe schon die Beichte abgenommen. Okay. Okay, jetzt haben wir die beiden. Das hole ich noch einmal ab hier. Okay. Diese vorzügliche Mahlzeit habe ich nicht. Betten. Okay. Ja gut, ich würde sagen, dann können wir jetzt einmal schnell los, ne? Wie gesagt, vorzügliche Mahlzeit habe ich nicht. Könnte eventuell dieser neue Reisespot sein, wo wir jetzt hin können. Sah aus wie so ein Pilzwald. Allerdings brauchen wir unbedingt jetzt Gold und Knochen. Deswegen gehen wir einfach mal. Ich habe nur drei Gold, ne? Ja. Drei Gold. Wie viele Anhänger brauche ich eigentlich für die anderen Türen? Oh, hier brauche ich 12. So, hallo, du hast so viele Mäuler zu stopfen, du brauchst sicher ein paar Samen. Ein Kultanführer ist immer gut fürs Geschäft. So viele hungrige Anhänger mit knurrenden Mägen. Ich richte mich ein und wenn du Getreide brauchst, weißt du, wo du mich findest. Du hast doch nichts dagegen, oder? Samenladen? Oh. Komm, den brauche ich, auch wenn wir jetzt pleite sind. 9 Anhänger, okay. Okay. Also dafür, ich glaube, dann sind wir mit den Anhängern gut dabei, oder? Also wir sind ja momentan 10, sind ja schon ein paar von uns gegangen. Auf mysteriöse Art und Weise. Ah, zerstöre einen Gegner, um einen Geist zu entfesseln, der die Gegner in deiner Nähe angreift. Okay. Hervorbrechende Eis sollen die Gegner einfrieren. Okay, wir testen es einmal. Ah, okay. Ich glaube, Holz brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, ne? Obwohl, man weiß nie. Ein paar Gebäude bauen und schon ist man wieder schon wieder blank. Wow, wow. Es ist gar nicht so lange her, dass wir die rote Krone verstoßen haben. Gerade mal ein paar tausend Jahre oder so. Die Ketzerei, die sie predigte, war nicht zu tolerieren. Solch schädliche Ideale konnten wir nicht dulden. Und durch unkontrollierte Gier und grenzenlosen Ehrgeiz wurde göttliches Blut vergossen. Ey, das sind meine!
Hanni hungert, Graf hungert. Ey, was ein Penner. Was heißt das jetzt für den Kult? Jetzt hungern die alle. Geil. Ah, shit. Shit, shit, shit. Jetzt muss man ein bisschen Speed geben, ne? Na komm. Oh, das sind die zwei Geister von dem Schwert, ne? Oh. Wo kommt das denn jetzt her? Toll, jetzt hungern meine Anhänger. Also, ich will ja mit harter Hand regieren, aber das lässt mich auch nicht kalt, ne? Überall immer welche. Münzen. Ich glaube, hier rechts gibt es Taro, ne? Okay. Weiter geht's. Taro. So, ich spüre, dass heute Nacht das Schicksal bei diesen Karten die Hand im Spiel hat. Verursacht Giftschaden. Ja, wir machen das mit dem Leben. Ja, ich weiß Bescheid. Oh. Ups, Entschuldigung, musste nicht übergeben, aber kurz niesen. Ah, ich habe noch nicht mal genug Geld, um, aber jetzt kann man Tarotkarten auch bei ihm dann kaufen, zusätzlich in diesem Bezug. Müssen wir vielleicht mal machen, wenn wir ein bisschen besser finanziell ausgestattet sind, oder? Wow, 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 weg, weg, weg. Ey, die haben sie erschlagen, ne? Stopp, stopp. Ja. Ach so, nee, das ist... Ach, scheiße. Okay. Nein, das hast du weggeschossen, ne? Na komm. So. Woher haben wir jetzt überhaupt diese ganzen kranken Herzen? Weil... Mamba, also der Dämon jetzt, ne? Der bringt uns doch rote, oder? Und nicht kranke. Was? Oh. Ah, okay. Plus eins. Ja, komm, wir wollen auf jeden Fall auf den Anhänger gehen. Ich brauche ja mehr die Sektengebühr zahlen, ne? Oh. Herausforderung erhalten. Okay, komm. So, hallo da, Kreuzfahrer. Falls du die nächsten Kampfräume abschließt, ohne Flüche zu benutzen, mache ich dir ein wertvolles Geschenk. Aber wenn du versagst, nun, dann gibt es nichts für dich.
Also keine Flüche. Dreieck, also jetzt nicht mehr drücken. Okay. Was meint ihr also mit den nächsten Räumen? Wow. Oh, wer kommt denn da noch? Oh shit. Was ist mit denen da unten? Außerhalb der Karte, ne? So, keine Sorge, keine Angst, ich bin da. Ich hol. Ich muss nur mal ein paar Skelette flattern. So, aber nichts, was ich mit meinen Anhängern tun würde. Das zählte gar nicht als Raum. Okay. Die Herde ist bereit für eine neue Predigt, Chantal. Ja, ich versuche Gas zu geben. Also Leben habe ich diesmal satt, ne? Warte, bringt die blaue Herzen, Mamba? Ich hab... weiß jetzt nicht mehr ganz genau. So, stopp. Okay, Raum 1. Jetzt haben wir es geschafft. Zumindest einen Raum. Kohlkopf hungert. Oh, scheiße. Okay, wir müssen schnell machen. Nein! Oh, shit, shit, shit! Explosives Projektil. Gucken wir mal kurz an. Ach so. Okay. Ich dachte jetzt gerade, ich habe die Quest kaputt gemacht. Nee, wir bleiben bei dem. Okay. Nicht kaputt gemacht habe. Ne? Nicht, dass der gleich sagt, ich habe doch jetzt einen Fluch benutzt. Ja, komm her. Jawohl, habe ich geschafft, oder? Na, du bist ja wohl ganz was Besonderes. Wie? Du hast die Herausforderung abgeschlossen. Was sollst du bekommen? Ich denke, das ist eine ordentliche Belohnung. Oh, ein Büffel. Okay, ich habe ja einen neuen Anhänger gerade bekommen. Den kann ich ja direkt damit ausstatten, ne? So, hier sind zwei Abzweigungen. Hm.
Oh, ich muss nach Hause. Ich muss eigentlich nach Hause. Weiter, ne? Stopp. Dann müssen wir noch einmal zurück. Aber kam nur einmal Taro jetzt ganz am Anfang? Oh, Waffen. Okay. Ach, Nekromantendolch. Feuere einen durchdringenden Feuerbolzen ab, halte die Taste gedrückt und lass wir ein Ziel los, um ihn explodieren zu lassen. Stopp. Ich will den einmal sehen. Ach, ist wieder so einer. Ne, komm, ich bleib bei dem. Obwohl, der hinterlässt sogar eine ganze Spur, ne? Ne, komm, wir machen so. Ich fülle nur eben kurz den Eifer auf. So. Achso. Jo. Danke. Ne, hier geht's nicht weiter, ne? Doch, ach so, von da bin ich gekommen, ne? Stimmt. Ich dachte jetzt schon. Zepa. Wow. Oh, da ist ein Blossherz. Macht er auch seine eigenen Kröten kaputt? Wow. Scheißgebiet, schade, ne? Jetzt sterb, genau, ich muss nach Hause. Okay. So. Konvertieren. Was haben wir hier? Stein, Kürbis, Holz. Wir nehmen Kürbis essen. Ja, gib alles zu mir. So. Okay, jetzt müssen wir dringend nach Hause. Nicht, dass die da alle gegen den Kult wettern. Ketzer besiegt. Hm. Okay, zwei Jünger. Komm schon. Der Glaube ist null. Alle haben Hunger. Stopp. Hier gibt es eine Fleischmahlzeit. Was ist das? Miese Fleisch. Nee, nicht erschöpft. Okay.
Ja, es gibt jetzt für jeden ist was dabei. Wobei, ich glaube, ich habe zwei zu wenig. Kriegt jetzt jeder was? Sieht so aus, ne? Oh. Oh. Stopp. So, stopp, Jana. Erstmal kurz so. Du auch. Und dann gehen die beiden jetzt erstmal ins Bett. Ja. So. Achso, jetzt ist eh. Passt ja. Oh. Achso, ja, stimmt. Stopp, hier war irgendwas. Nein. Jawohl, Fleisch. Oder Häppchen. So. Ich muss jetzt auch wieder hier arbeiten. Ne? Wir brauchen unbedingt die Farm 2. Aber alt ist jetzt keiner geworden, ne? Ich muss darauf jetzt achten, weil die Alten dürfen ja jetzt nicht an einem natürlichen Tod sterben. Da muss ich natürlich immer ein bisschen Auge auf die Mitgliederliste richten. So. Nur mal gucken, ob ich jetzt genug Betten habe. Boah, ist das eine Arbeit, ne? Ach, die... Warum werden die nicht gewässert? So. Stopp. Wir brauchen auch eine Düngerkiste da, ne? Genau. Düngerkiste. Ja, machen wir ruhig hier, ne? Oder direkt daneben. So. Okay. Ist keiner alt, ne? Keiner ist langsam. Ein Bett ist kaputt gegangen. So, wir haben 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also müsste ja also auf jeden Fall passen. So, für den Kult indoktrinieren. So. Das ist jetzt einmal. Das ist der Hemi Horst. So. Form wählen. Machen wir die Büffelform. So. Farbe passt, würde ich sagen, auch schon, ne? Dann machen wir so. Und Variante. Ja, komm mit den großen Dingern da. Alles klar, starke Verfassung. Die Heilung verläuft um 15% schneller und verliere mit der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Ey, das sind immer. Das sind schon angeborene Ketzer, ne? Aber mit Hemi spiele ich momentan in der Freizeit quasi ein bisschen Snowrunner immer. So, was machst du? Anbeten, Holz. Ne, machst Farm. So. Okay. Und das ist... Ups, den ersten Namen muss ich wegmachen, den die da vorgeben. Ja, so. Okay, das ist N. Aloy. Eine meiner ersten Abonnenten gewesen. Ah ne, die Form ist ja die Bossform, ne? Behalten wir mal. Wir haben noch keinen Weißen hier rumlaufen, ne? Oh, die hat nur eine. Ja, und hier kriegen wir wieder 10 Glauben, also alles top. So. Du gehst beten.
Okay. So, Kürbis. So, ich bin jetzt kurz. Hier muss irgendwo noch was rumliegen. Oh, oh. Zuhören. Ich habe es geschafft, Anführer. Ich bringe das Gewünschte von meiner Mission mit. Ich habe auf meiner Mission Folgendes gefunden. 49? Jawohl. Jo, wer war das? Star-Lord, auf dich ist Verlass. Bester Mann. So. Hier muss irgendwo noch irgendwas rumliegen von denen. Ich sehe es aber nicht. Ich sehe es nicht. Egal. Gucken wir kurz weiter. Krone. Neue Doktrin. Arbeiten und beten. Gesetz und Ordnung. Ja, komm. Wir machen nochmal beten. Findet man Frieden in der Erholung oder Ruhm in der Arbeit? Rituale Herrlichkeit der Mühsal, führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das deinen Anhängern ermöglicht, 2 Tage und Nächte durchzuarbeiten, ohne zu ermüden. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem du einen Ruhetag ausruhst. Während gar nicht arbeiten und plus 80 Glauben erhalten. Ist auch schon eine schwere Entscheidung. Durcharbeiten? Dann haben die aber auch bestimmt mehr Hunger, ne? Ich glaube, wenn das mal richtig im Arsch ist, dann machen wir das. Ne, komm. Wir gehen auf einen freien Tag. Okay. Das ist zumindest auch ein Ritual, was ich... Oh, das ist auch ein Ritual, was ich beim Betriebsrat gut durchbekomme. So. Dann haben wir hier Arbeiten und Beten jetzt schon den Strang voll, ne? So, die Frage ist jetzt: Opfer des Fleisches. Ja, die kosten alle immer so viel, ne? Wippe. Das werden langsam echt viele, ne? So, Phase Deluxe. Pommes ist auch noch da. Okay. Machen wir Folgendes. Wir nehmen mal Pommes, weil die Stufe 5 ist. Und danach gehen wir aber nicht mehr nach dem Kriterium, sondern dann werden wir alle nacheinander einmal wiederbeleben. Hoffe ich. Pommes. So, willkommen zurück. Okay. Warum steht jetzt hier immer noch Rituale? Achso, deswegen. Der Glaube war jetzt aber gut eigentlich, ne? Ah, fast. Wir sind ready. Okay, du hast das Ritual der Wiedererweckung durchgeführt und Pommes wiederbelebt, ja. Das ist so korrekt. Okay. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eigentlich auch noch ein paar hiervon. Boah, das Geld geht schneller weg, als man gucken kann, ne? So. Ich brauche die Farm 2. Okay. Wir brauchen aber auch einen neuen Holzplatz. Obwohl, wir brauchen eher einen Steinplatz. So.
Ja, jetzt kann ich das andere schon nicht mehr bauen. Ich brauche Geld, 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 Geld. Oh, 6 Münzen. Stopp mal. Hä? Wo ist denn Pommes? Jana, Aloy, Bamba. Stopp. Ach, ich kann die doch alle erpressen, ne? Stimmt. So, Schatz. Einmal die Sektengebühr. So, erst einmal die Sektengebühr. Okay. So. Damit du direkt weißt, wie es läuft, Hemi. So, hier auch. Jo. Ja, 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 komm. Sektengebühr, Jana. 4 Münzen, also ist vielleicht doch das Level von denen. Achso, Kohl kommt runter. Stopp, stopp, stopp. Jana hatte ich schon. Ronja. Nächstes Level. Ja. Aber ich finde das voll süß gemacht, ne? Wie die dann auch gucken und die Augen so machen, also wie sie die dann dargestellt haben. Richtig cool. Sonja, Sektengebühr wird fällig. Honey, Sektengebühr. Und sie ist schon Stufe 7, ne? Was machen die hier? Schakalaka, Schakalaka. Ach, ich glaube, die können gar nicht genug. Okay, okay, okay. So, mal kurz schauen. Okay. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Kann ich jetzt doch noch einen bauen? Weil ich die alle erpresst habe? Ja, geht. Ja, so. Genau. Okay. Jetzt muss ich erst das freischalten, ne? Immer imposanter, ne? Diese, meine, eine Statue von meiner Person in der Mitte. Was steht da oben für ein Zeichen? Ist einer müde oder? Warte mal. Kult. Benachrichtigung. Deine Anhänger werden müde. Einer von 13 ist erschöpft. Wer? Wer wagt es, schwach zu sein? Wer ist erschöpft? Da oben? Stopp mal. Wer ist erschöpft? Wer ist erschöpft? Sehe ich das bei den Anhängern? Okay, Starlord hat übrigens sehr starken Hunger. Ne, hier sehe ich nur Hunger und Krankheit, ne? Ah, schade, dass ich nicht sehe, wer erschöpft ist, weil den würde ich sofort entsorgen. Hier. Kopf. Honey, schön am Arbeiten. Sofort entsorgen. So. Long live the fittest, ne? So. Stone, der ist fast Level 3. Jana auch. Honey. Ja, die wird das morgen eh. Dann gehen wir einmal auf
Wir machen einmal Pommes. Das ist jetzt noch länger, der Balken. Ah, man schafft also keinen ganzen Balken. Und Pommes scheint irgendwie traurig zu sein, ne? Gedanken lesen. Ist zynisch und kränklich. Ist aber nicht erschöpft. Glück gehabt, Pommes. Habe ich schon? Arbeiten darfst. Danke. Habe ich, Honey, hatte ich die jetzt schon? Ah, okay. Ach, Star-Lord ist... Ja, komm. So. Ich mach das jetzt doch nicht, weil Star-Lord hatte, stimmt, Star-Lord war als Missionar unterwegs und hatte Gold, ich glaube 43 war es. Tolle Leistung. Jetzt verschonte ich dich vom Tod quasi. Ne? Star-Lord. Ich hoffe, das vergisst du mir nicht, wie barmherzig ich bin. So. Okay. So, ich würde sagen, dann bereiten wir uns jetzt komm, Mamba, geh erstmal schlafen, hast genug gearbeitet. Sagen, dann bereiten wir morgen Essen vor. Der Glaube ist ja am Start. Und werden dann in der nächsten Folge, glaube ich, weitermachen. Ich glaube, das ist dann schon der, müsste dann der Bischof sein, den wir jetzt im nächsten Kreuzzug hätten. Und ich hoffe mal, dass das gut geht. Gehirnwäschepilz musst du auch noch irgendwas machen. Stopp mal. Eine Sache will ich noch gucken. Oh, die beten alle. Anstatt schlafen zu gehen. Mein Gott, was muss ich für eine Erleuchtung als Messias sein? Dass sie auf ihren eigenen Schlaf verzichten. So. Nichts. Ich habe doch zwei gekauft. Ich habe doch definitiv zwei Kürbiskerne gekauft. Stopp. Ihr müsst sofort weiterbeten. Oh nein, wer ist da alt? Star-Lord. Ach, einmal kommt er an seine körperlichen Grenzen durch die heilige Mission, auf die ich ihn geschickt habe. Und schon ist er mental total gealtert. Ich habe ihn kaputt gemacht. Okay. So. Tödliche Mahlzeit. Stopp mal. Kochen. Tödliche Mahlzeit. Ich konnte doch irgendwie sagen, geh essen. Oh, scheiße. So, Star-Lord, hast du dir verdient an deinem Lebensabend hier ein schönes Festmahl vom Messias selbst gekocht.
Oh. Oh, wie konnte das passieren? Oh. Ein älterer ist an natürlichen Ursachen gestorben. Oh Gott. Und wo ist jetzt die Ressource? Ja. Nee, komm. Er hat auf seiner letzten Mission, er hatte nur noch einen Job. 100% mir eine wertvolle Ressource geben. Achso, hier geht wieder nicht, ne? Hat er nicht geschafft. Oh Gott. Verzeih mal, Antwort, ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Star-Lord wurde begraben. Okay. Ja, ich glaube, Honey wollte mich jetzt einfach nur trösten, ne? Weil Star-Lord hinterher am Ende des Tages doch so versagt hat. Hätte ich auch nicht von ihm erwartet. Aber irgendwie... Warte mal, ich schaue mal kurz. Ich muss jetzt eh machen, ne? 100% Chance, dass wertvolle Ressourcen hinterlassen werden. Oder habe ich die sofort aufgesammelt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wie viel muss ich denn mittlerweile kochen? Und das zählt jetzt leider als natürlicher Tod, ne? Nein, ich will hier nur aufräumen. Ich bin ja der Hibi für alles hier. So. Jo. So. Stopp mal, aber eine Sache war, Gebäude bearbeiten. Ich musste das hier wieder... Weil ich konnte jetzt gerade da keinen reintun. So, ich brauche die Farm 2. Okay. So, ich würde aber sagen, das war's dann jetzt erstmal mit dieser Folge. Ist ja auch wieder ein bisschen was passiert. Star-Lord hat uns maßlos enttäuscht am Ende des Tages. Ich kann hier noch, warte mal. Kann ich das machen? Nein, ich habe kein Gold. Shit. Okay. So, dann müssen wir jetzt eh los, ne? Ja, die geben hier aber richtig Speed, ne? Okay. So, bei der nächsten Folge werde ich dann noch... Oder mache ich jetzt noch einmal schnell. So. Ich brauche jetzt aber langsam, aber sicher. Muss ich noch eine zweite Farm bauen? Ja, ich bin ja da. Ich mache das auch sauber. So. Also ich bin mir unschlüssig. Okay. Wir lassen es erstmal dabei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat gefallen und Spaß gemacht. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich sag mal, ciao, euer Malida.